Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt schon gesehen, ich bin hier wieder bei Yamaha Deutschland, Yamaha Moto Deutschland. Und ich weiß nicht, ob es im Titel steht oder ob schon der fröhliche Titel im Video steht. Oh Gott, ist das windig. Ich muss die WR jetzt abgeben, die 250F. Wirklich sehr, sehr cool. Ein paar kleine Stürze waren drin. Ich glaube, das hier gehört nicht ganz so. Ja, ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß mit ihr gehabt. Muss jetzt, wie gesagt, leider zurück. Ich hatte es ja ganz am Anfang schon mal gesagt, dass es gar nicht mein Motorrad war. Deswegen habe ich da jetzt auch nichts mit Foliendesign oder sonst was gemacht. Das war einfach nur eine spontane Idee, mal in das Thema Enduro Motocross einzusteigen. Und was soll ich sagen, es hat mich auf jeden Fall gepackt. Ich hatte ja auch schon ein paar andere Videos jetzt davor gehabt. Ich werde mir auf jeden Fall eine Motocross kaufen. Beziehungsweise ich habe sie mir jetzt schon gekauft, wenn ihr das seht. Und ihr werdet sie auch noch gleich sehen. Ich muss mal gucken, wo ich einen coolen Bikepod aufnehmen kann. Ich möchte mich eigentlich noch einmal kurz nochmal bei Yamaha bedanken, dass das so spontan lief mit der WR. Sorry für die paar kleinen Sachen, aber das kriegen wir, denke ich, repariert. Und ja. 2000 Jahre später. So Leute, ganz langer Zeitsprung. Es ist, glaube ich, jetzt echt schon ein paar Wochen her. Eigentlich wollte ich euch ja in diesem Video meine neue Motocross vorstellen. Das wird auch gleich passieren, keine Angst. Aber ich hatte die Dateien und ich hatte das schon alles aufgenommen. Irgendwie war die SD-Karte weg. Ihr seht, hier in der Werkstatt hat sich auch schon einiges getan. Wir haben hier schon unsere Wand dran. Wir haben hier hinten eine Hebebühne da. R6 steht auch gerade hier. Und vor der Tür steht auch noch meine neue Motocross. Die werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Wirklich, ich freue mich sehr drüber. Und eigentlich hatte ich mir zum Ziel gesetzt, jede Woche einmal Motocross zu fahren. Da habe ich mich irgendwie nicht dran halten können. Kam viel dazwischen, ihr habt es im letzten Video gesehen, Rennstrecke. Mein erstes Rennen bin ich gefahren, aber ich will das jetzt auf jeden Fall wieder angehen. Ihr seht ja auch hier schon Marlons Honda. Also wir haben beide auf jeden Fall richtig Bock auf Cross. Das ist kein gestelltes Bike oder irgendwas, was ihr jetzt gleich sehen würdet. Das habe ich mir ganz normal gekauft. Mehr dazu erzähle ich aber gleich. Und deswegen kriegt ihr jetzt erstmal einen schönen Bike-Porn von meinem neuen Motorrad. Damit heißt bitte meine YZ250F Yamaha herzlich willkommen in der Lit-Familie. Ich bin wirklich sehr, sehr happy, dass ich mir dieses Bike kaufen konnte. Es ist gebraucht. Wie viele Stunden zeige ich euch aber gleich. Tatsächlich dachten wir zuerst, es wären mehr. Aber wir können ja richtig geil mit dem Handy sehen, wie viele Stunden sie gelaufen hat, wie die Gasstellung ist und so weiter. Also richtig cool. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Habe ich einen guten Preis von Yamaha direkt bekommen. War ein ehemaliges Pressefahrzeug. Ihr seht vielleicht auch hier, ein paar Gebrauchsspuren sind da. Das finde ich aber null schlimm, weil wenn ich mir jetzt eine neue Crosser kaufen würde, oder Cross, die würde einfach direkt nach ein paar Mal fahren auch so aussehen. Dementsprechend richtig, richtig cool, ist top gepflegt, hat auch nochmal einen Ölwechsel vor der Abholung bekommen. Wirklich sehr, sehr nice. Dekor ist auch schon in Arbeit bei den lieben Felix von Crump Design. Wir haben da schon ein paar Ideen. Wenn ihr noch Ideen habt, die damit einfließen sollen, schreibt die gerne mal in die Kommentare, das interessiert mich auf jeden Fall. Ich denke aber, sie wird ein bisschen grün natürlich werden, aber das Blau werden wir hundertprozentig noch beibehalten. Ja, sehr schönes Motorrad. Ich finde auch gerade hier einfach oben den Motordeckel, das einfach nochmal in Blau eloxiert und die, das Federbein hinten auch nochmal schön in Blau. Mega, mega cool. Ich hoffe, der kleine Bike-Porn hat euch gefallen. Ansonsten werden bald Motocross-Videos kommen. Ich habe mir ja eigentlich, wie gesagt, vorgenommen, jede Woche einmal. Habe ich leider nicht geschafft, aber jetzt wird es bald losgehen. Die Kamera steht jetzt auch gerade auf der Honda von Marlon. Das war ja auch eine Überlegung. Hätte ich keinen geilen Preis hierfür bekommen, hätte ich auch überlegt, mir sonst eine gebrauchte Honda zu kaufen. Fand ich auch sehr, sehr cool, aber wie gesagt, kein Pressebike oder sowas jetzt mehr. Das Ding gehört zu 100% mir. Und da bin ich auch sehr happy drüber. Und dementsprechend wird die natürlich auch ordentlich gefahren. Ansonsten kann ich gar nicht so viel mehr als zur WR erzählen. Da ist übrigens ja auch immer noch die wunderschöne R6. Ich kann nochmal kurz hier näher dran gehen. Also wie gesagt, hier ist ein bisschen Gebrauchsspuren, aber das ist alles, denke ich, nicht so wild. Die Kette müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Da kann ich auch mal kurz rumgehen. Die muss ich, glaube ich, nochmal vernünftig fetten und nochmal ein bisschen reinigen. Aber an sich, ihr seht hier unten auch, da sind noch nicht viele Gebrauchsspuren. Hier unter ist nämlich das Steuergerät
Und damit kann ich ganz coole Sachen anstellen. Ich würde auch mal vorschlagen, wir werfen sie einmal kurz an. Ah. Einmal Tür auf. So, das habe ich aber auch nicht nur ohne Grund angemacht. Ich wollte natürlich zum einen den Ton zeigen und ich will euch noch was anderes Cooles zeigen. Und zwar kann ich jetzt hier auf dem Handy auf das Steuergerät zugreifen, übers WLAN von der Cross. Wie verrückt ist das denn bitte? Und da kann ich die Stunden, wie gesagt, auch auslesen. Ich kann euch das mal zeigen. Ich hoffe, es stellt Staff hier ist GYTR WLAN. Mit dem verbinde ich mich einfach. Kriegt ihr das hin? Da. Ihr seht es, GYTR Power. Hier die Yamaha Tuner App. Das ist alles ein bisschen hell bei euch, aber es sollte gehen. Kann hier auf das Bike zugreifen und jetzt lege ich das mal hin. Und genau, da habe ich jetzt halt hier verschiedene Möglichkeiten im Menü, richtig cool. Race Lock kannst du hier machen. Du kannst auch ganz, weiß ich wofür ich es brauche, aber ich finde es cool. Ich rutsche damit mal kurz ein bisschen näher ran. Ihr seht das hier und jetzt gebe ich mal Gas und ihr seht, wie viel Gas ich gebe. Auch total verrückt. Man sieht hier noch die Batterieanzeige, man sieht die Außentemperatur und so weiter. Eigentlich ganz cool. Man sieht aber, und das ist das Coole, man sieht hier richtig nice die Total Runtime. Und das sind tatsächlich nur 2 Stunden. Also mehr hat die anscheinend nicht runter. Man sieht noch, wann der letzte Ölfilterwechsel war und so weiter. Richtig cool. Man kann hier Kennfelder einstellen und so weiter. Das kann ich natürlich alles nicht. Aber man kann hier so coole Animationen sehen. Ich weiß nicht, wofür ich in meinem Leben das brauchen werde, aber ich find's nice. Ja, so viel zu diesem Motorrad. Ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Ich bin auch so happy, dass es geklappt hat und freue mich jetzt auf richtig viele coole Fahr-Events auch damit. Oh, hänge mich hier noch fast auf. Wir haben dadurch natürlich auch ein bisschen mehr zu tun. Ich meine, wir haben jetzt hier 2 Crosser am Start und die müssen ja auch ein bisschen mehr gepflegt werden. Dementsprechend haben wir uns auch schon Ölfilter und so weiter bestellt und nehmen euch da, denke ich, auch nochmal ein paar Livestreams einfach mit, wie das Ganze so bei uns funktioniert, wie wir das so machen. Und ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich bin sehr, sehr happy. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr das Video wieder mit einem Daumen nach oben supportet. Das habt ihr beim Rennstreckenvideo gemacht, beim letzten Rennenvideo. Mega, also das Video kam so cool an. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf das ganze Thema Cross. Normales Racing wird natürlich auch weiterhin kommen. Ich bin jetzt die Tage wieder in Brünn und das soll es mit dem Video gewesen sein. Haut rein und ciao.